Herr Kunze, sind die Aktien gestiegen? Schön wär's. Tja, machen Sie es halt so wie ich. Nathalie und ich brauchen uns um unsere Zukunft keine Sorgen mehr zu machen, jedenfalls keine finanziellen. Wir machen doch jetzt diesen Vermögensaufbau. Vielleicht sollten Sie es auch mal mit meiner Direktbank versuchen. Der Service ist jedenfalls super. Ich kann das ja mal bei unserem nächsten Börsenclub-Treffen vorschlagen. Die Angela bittet Sie darum, bei ihr in der Villa vorbeizukommen, wenn es geht, noch vor der Arbeit. Ja, mache ich, Herr Kunze. Ist Lena schon zurück? Also hier ist Frau Scheine noch nicht durch. Aber vielleicht ist sie schon am Sonntag zurückgekommen. Wie jetzt? Vermögensaufbau. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht so viel von meinem Gehalt auf die Seite legen kann. Das brauchst du auch nicht. Unsere Direktbank hat doch diesen Strategieplaner. Da kann man genau eingeben, wie viel Geld man zur Verfügung hat und welches Risiko man eingehen will. Das Programm rechnet dann sofort aus, was du am Schluss rausbekommst. Ich habe das schon mal so ausgetüftelt, dass sogar du dir das leisten kannst. So in 10, 15 Jahren können wir dann... Eine Weltreise machen? Uns eine Yacht kaufen? Ach, du bist doof. Und du bist süß. Bis später. Hey, Moment. So geht's ja nicht. Himbeer. Mit einem Hauch Vanille. Denkst du immer nur ans Essen? Nee. Auch noch an das andere. Das will ich auch hoffen. Jetzt schau dir das mal an, wie kann man bloß so blöd sein? Gott, meine Nerven. Hey, ist nicht so schlimm. Und Florian hat auch die ganze Zeit rumgezickt. Weißt du, ich konnte heute Nacht keine 2 Stunden durchschlafen. Ich brauch echt mal Urlaub von dem kleinen Macho. Und jetzt auch noch das hier. Nur keine Panik. Die paar Stunden hältst du doch noch durch, bis Lena kommt. Ja, das sagst du so leicht. Zum Glück hat Chantal heute Florian mitgenommen. Sie musste ins französische Konsulat wegen ihrem Pass. Ist Lena alleine in Paris? Oder ist der Banker mit von der Partie? Ja, klar, rein geschäftlich, hat sie gesagt. Er hat sie doch von hier mit dem Auto abgeholt. Aha. Ja, sie trifft sich doch mit den Bankern von Rousseau. Die wollen ihr irgendein Angebot machen und Römer soll das dann checken. Sag mal, was hast denn du da? Wo denn? Der dunkle Fleck an deinem Rücken. Ach, das ist nicht. Das habe ich doch schon seit einer Ewigkeit. Lass mal anschauen. Nein! Angela! Scheiße. Angela! Komm, jetzt dreh nicht durch. Das kann ein harmloser Leberfleck sein. Ja, nur dass ich da keinen Leberfleck hatte. Auf alle Fälle habe ich dort bis jetzt keinen gesehen. Aber gut, gehe ich eben zu Dr. Huber. Toll. Muss es unbedingt Dr. Huber sein? Nicht, dass das Ganze wieder von vorne losgeht mit euch. Ja, aber bei ihm komme ich wenigstens sofort dran. Und ich habe jetzt echt keine Zeit und keine Lust, ewig im Wartezimmer zu sitzen. Und weh, du sagst was zu Lena. Jetzt denk doch nicht gleich ans Schlimmste. Das kann alles Mögliche sein. Oder hast du noch mehrere gefunden irgendwo? Nein. Angela, warte. Komm. Jetzt hab keine Angst. Ich hatte auch mal sowas, einen Knoten. Und ich dachte, das ist das Ende der Welt. Vor allem war ich stinksauer, weil einer Nathalie passiert sowas nicht. Allen anderen meinetwegen, aber nicht mir. Naja, und dann wurde das Teil rausgeschnitten und untersucht. Aber wie du siehst, war alles nur falscher Alarm. So. Und jetzt kriege ich einen Kuss und dann darfst du gehen. Danke. Und ruf mich danach gleich an, okay? Okay. Mailbox von Lena Czerny. Ich bin im Augenblick nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht. Danke. Ich störe, aber ich denke, du solltest es wissen. Ich habe auf Angelas Rücken so einen dunklen Fleck entdeckt und jetzt hat sie Angst, dass es vielleicht Hautkrebs ist.
Auf jeden Fall will sie es sofort von Dr. Huber heute checken lassen. Also bitte melde dich. Und wenn es irgendwie geht, häng nicht noch einen Tag dran. Wir vermissen dich alle wahnsinnig. Hi, Chani. Lena, endlich. Was ist mit Angela? Hautkrebs? Das gibt's doch gar nicht. Naja, gut, sieht das Ding jedenfalls nicht aus. Das habe ich ihr natürlich nicht gesagt. Sie hatte sowieso schon Panik. Ich denke nur, es wäre das Beste, wenn du so schnell wie möglich zurückkommst. Auf mich hört sie ja nicht. Wann ist denn der Termin mit Dr. Huber? Sie wollte gleich nach der Berufsschule hin. Also gegen 2. Kannst du mir die Nummer von dem Huber raussuchen? Die müsste in meinem Adressbuch auf dem Schreibtisch liegen. Und wenn Angela sich meldet, soll sie sofort anrufen. Kannst du das zum Schreiben? Ja. Okay, 88-2343. Das ist die Praxis. Also, wann kommst du? Ja, ich sag Herrn Römer, er soll seine 8-Zylinder mal richtig rausfahren und Gas geben. Römer, war mit dir in Paris? Ja. Und, jetzt muss ich auch aufhören, weil ich habe noch 1000 Anrufe zu erledigen. Ich bin in 3 bis 4 Stunden da. Ciao. Tschüss. Chris, das war's dann wohl. So, was Anständiges zu essen hatten Sie nicht. Ich habe ein paar andere leckere Sachen mitgebracht. Schlechte Nachrichten? Nichts Tragisches, hoffentlich. Können wir bitte fahren? Klar. Ich wage es gar nicht, mein Handy einzuschalten. Ich hab seit 2 Tagen die Mailbox nicht mehr abgehört. Und wo Herr Römer zu erreichen ist, wissen Sie auch nicht. Auf seine Voicemails reagiert er nicht. Ach, der ist in Paris. Ja, dann versuchen wir es eben morgen nochmal. Oder, nein, halt, falls er sich bei Ihnen meldet, bitte sagen Sie ihm doch, dass Dr. Holzknecht ihn dringend zu sprechen wünscht. Danke. Wobei der Verkauf über die Boutiquen und in der Galeria im Augenblick noch besser läuft. Ja, Frau Stange. Entschuldigung, Herr Römer wird erst morgen zurückerwartet. Er ist in Paris. Na, sieh mal einer an. Ich dachte, Lena trifft sich mit den Leuten von Rousseau. Danke, Frau Stange. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ja. Ja, also das wundert mich überhaupt nicht, dass der Verkauf in den Boutiquen besser läuft. Parfüm wollen die Leute riechen können und Paschmine anfassen. Das hat man bei Kleidern und bei Stoffen auch immer gesagt. Und jetzt? Lena macht fast 40% übers Internet. Ja, jedenfalls gratuliere. Das lässt sich ja alles sehr gut an. Moment mal, Herr Doktor. Ich weiß, es geht mir nichts an, aber wissen Sie, was Rousseau mit Lena vorhat? Das kann ich Ihnen im Augenblick nicht beantworten. Vielleicht sind wir schlauer, wenn Frau Cherdin wieder hier ist. Und was will der Banker in Paris? Auch da bin ich überfragt. Ehrlich, Lena, ist doch das Beste, wenn wir uns wieder scheiden lassen. Ich werde mich nie daran gewöhnen, dass du neben mir immer was im Laufen haben musst. Und das wird doch nicht besser. Was ist? Lass ihn in Ruhe, Lena. Sei froh, dass alles noch mal glimpflich abgegangen ist. Lauf nicht weg. Bin gleich wieder da. Leo! Ach, Herr Weitz. Wie geht's? Wie steht's? Wie war das Wochenende? Hab einen Boxkampf gehabt, den Landshut. Wie aufregend. Kann ich was für Sie tun? Nö. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Warum denn das um Himmels Willen? Na, Sie haben doch dem Dr. Holzknecht gesagt, dass ich mich bei Ihnen entschuldigt hätte. Am Freitag. Sie wissen schon. Ich habe eigentlich gar nichts gegen Schwule. Und gegen Sie sowieso nicht. Ich habe da einfach ziemlich einen Bockmist gebaut und meinen ganzen Beziehungsstress mit Emma an Ihnen ausgelassen. Ich schäme mich auch richtig dafür und ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich mich entschuldigen soll.
Tut mir wirklich leid. Gott, wie süß. Herr Weitz, was hätte ich denn davon, wenn Sie entlassen werden? Dann stellt die Firma einen neuen Fahrer ein und ich glaube nicht, dass der mehr Toleranz und Verständnis aufbringt als Sie. Sie sind schon ein komischer Vogel, Herr Kruse. Jeder andere hätte mich beim Chef in die Pfanne gehauen. Aber eines müssen Sie mir noch verraten. Wie haben Sie das gemacht? Diesen Griff am Hals. Ich spüre es immer noch. Herr Weitz, ich habe 3 schwarze Gürtel. Den ersten habe ich mit 16 gemacht, als ich auf dem Schulweg vom Motorradraudis verprügelt wurde. Das war das erste und letzte Mal. Mich fasst keiner mehr an. Außer ich wünsche es. Naja, machen Sie sich nichts draus. Eigentlich war es von mir auch unfair, Sie nicht aufzuklären. Na, jedenfalls. Mittwochabend im Boxclub habe ich wieder einen Kampf. Clubmeisterschaften. Wenn Sie Lust haben. Gerne. Ist mir immer ein Vergnügen zu sehen, wie Sie 2 Kerle verprügeln. Na dann, bis Mittwoch. Bis Mittwoch, Herr Weitz. Hallo, Angela. Komm rein. Ich hab am Rücken. Ich weiß. Jenny hat gerufen. Warum bist du denn nicht gleich gekommen? Das ist doch nun wirklich wichtiger als die Berufsschule. Wo ist denn die Stelle? Hier? Da hatte ich bis jetzt noch nie was. Der muss neu sein. Hm. Hast du sonst noch Flecken gefunden? Nein. Jetzt sag schon, ist es was Schlimmes? Zieh dich bitte wieder an. Das kann ich so nicht beurteilen. Wieso nicht? Ich schreibe dir die Adresse von Dr. Schaumann auf. Er ist ein guter Freund von mir, der ist Chirurg. Und er schneidet dir das raus. Dann schickt es zum Histologen. Rausschneiden? Muss das sein? Mit ein bisschen Vereisung spürst du das kaum. Wieso bist du letzte Woche bei dem Konzert weggerannt? Ich bin zwar Arzt, aber bei Schmerzen, besonders in der Herzgegend, bin ich wahrscheinlich noch nicht so abgehärtet, wie ich mir das vielleicht wünsche. Aber das hier ist wichtiger. Bitte geh sofort dorthin. Ich rufe da an und sage Bescheid, dass du kommst. Du glaubst, es ist Krebs, das stimmt's? Ich weiß es nicht. Bitte geh gleich dorthin. Und wie lange dauert es, bis du es weißt? Wenn wir Glück haben, wissen wir heute Abend mehr. Ruf dich an. Danke. Jetzt machen Sie sich doch keine Vorwürfe. Sie haben völlig richtig gehandelt. Ich konnte einfach nicht anders als aufstehen und gehen. Wer glauben die eigentlich, wer ich bin? Und dann dieser Dupont, wie der noch mit so versteckten Drohungen kommt. Da gehen bei mir sämtliche Alarmglocken an. Jetzt hängt alles von der Hauptversammlung ab. Und wie ich Sie einschätze, werden Sie die mit Bravour meistern. Mit mir als Trainer in der Ringecke sowieso. Ja? Herr Huber? Angela war gerade bei mir. Leider kann ich Ihnen noch nichts Definitives sagen. Ich habe sie zu einem Spezialisten geschickt, der wird die Stelle entfernen. Vielleicht kann ich Ihnen heute Abend mehr sagen. Ist Angela noch bei Ihnen? Nein, ist gerade gegangen. Danke, Herr Huber. Wiederhören. Gerne. Wiederhören. Elisabeth, die Praxis von Dr. Schaumann hätte ich gerne. Was ist? Er hat sie zu einem Spezialisten geschickt. Heute Abend wissen wir mehr. Meine Mutter ist an Krebs gestorben. Ich hasse diese Krankheit. Allein der Name. Tja, da lebt man so munter vor sich hin und von einem Augenblick zum anderen kann alles anders sein. Angela ist erst 17. Ich glaube, solange man so ein unverschämtes Glück hat wie ich, beruflich, gesundheitlich. Und jetzt war ich in Paris mit der schönsten Frau, die ich kenne. Ach, danke. Nein, ich meine das völlig ernst. Also je länger ich das alles habe, umso mehr kriege ich Angst. Sie Angst? Wieso meinen Sie, ich habe keine Angst? Mein Vater hat es mit 47 erwischt, mitten auf der Baustelle vor dem Haus, von dem er immer geträumt hat. Entschuldigen Sie, Sie haben gesagt, dass wir uns zu wenig kennen. Und inzwischen wissen Sie fast alles von mir, aber ich immer noch sehr wenig von Ihnen. Dann fragen Sie halt. Wirklich? Klar. Chris Gellert. Bitte nicht. Das dachte ich mir.
Das macht nichts. Ich habe sowieso das Gefühl, wir kennen uns seit dem Sandkasten. Vielleicht sind wir uns einfach sehr ähnlich. Frau Czerny war nicht auf der Maschine um 14 Uhr. War ja wohl auch kaum anders zu erwarten. Wenn Herr Römer auch erst morgen zurückkommt. So, Frau Stangl, das kann Ihnen die Ablage. Ich mache Schluss für heute. Ich muss mich auch wieder mal um August kümmern. Darf ich was sagen, Herr Doktor? Was Persönliches? Bitte. Aber Sie dürfen mir das nicht übel nehmen. Normalerweise würde ich mir sowas gar nicht erlauben. Jetzt machen Sie es nicht so spannend, Frau Stangl. Wissen Sie, als Sie hier angefangen haben, da habe ich mir wirklich überlegt, ob ich nicht kündigen soll, so wie Sie hier mit dem Panzer durchgefahren sind und alles plattgewalzt haben, mit Ihren Anordnungen und den vielen Memos. Und? Naja, jetzt kenne ich Sie besser und bin froh, dass ich durchgehalten habe. Weil inzwischen habe ich Sie richtig gern. Frau Stangl? Oh, verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Doktor. Nein, ich meine nur, das ist der Grund, weshalb ich Ihnen sage... Oh Gott, ist das schwierig. Also, es ist mir nicht entgangen, dass Sie für Frau Czerny mehr empfinden als nur Respekt vor Ihrem Talent und vor Ihrer Position in der Firma. Merkt man das? Ich habe doch nie irgendwie... Nein, haben Sie nicht. Ich bin auch ganz sicher, dass das außer mir niemand gemerkt hat. Und ich bin auch nur stutzig geworden, weil Sie beim Telefonieren so rumgekritzelt haben. Das war so ungefähr 3 oder 4 Wochen, nachdem Sie ihr hier zum ersten Mal begegnet sind. Erinnern Sie sich nicht? Sie haben Lenas Gesicht gezeichnet, von vorn und im Profil. Gar nicht schlecht. Ich habe Sie sofort erkannt. Naja, und dann Ihre Reaktion eben... als Sie gehört haben, dass Frau Czerny mit Herrn Römer in Paris ist. Falls Sie mich von der Aussichtslosigkeit meiner geheimen Wünsche warnen wollen. Das können Sie sich schenken, Frau Stangl. Ganz so naiv bin ich nicht. Im Gegenteil, Herr Doktor. Ich möchte Sie ermutigen, nicht aufzugeben. Was? Frauen sind komische Wesen. Irgendjemand hat mal gesagt, von den Eroberern lassen Sie sich erobern. Aber heiraten? Heiraten tun Sie die Belagerer. Das ist mein Ernst, Herr Doktor. Florian Unger, Chris Gellert und auch dieser Herr Römer, das sind so Eroberertypen. Aber Sie, Sie nehmen deine Frau nicht im Sturm. Sie sind ein Belagerer. Also, belagern Sie sie, bis sie sich ergibt. Freiwillig. Ja, also das war's, was ich Ihnen sagen wollte. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir beide vergessen das Ganze wieder. Das hier sollte in die Ablage. Und was sage ich Dr. Heidenreich? Der wartet auf Ihren Rückruf. Gar nichts. Der meldet sich schon wieder. Danke. Marion. Ich freue mich, dass Sie es geschafft haben, über Ihren Schatten zu springen, Herr Walz. Ja, ich habe Herrn Kruse eine Freikarte für meinen nächsten Kampf am Mittwoch gegeben. Ja, prima. Ach, könnten Sie ihm vielleicht klar machen, dass er nicht im Abendkleid oder im Kimono in den Club kommt? Verstehen Sie nicht, alle Boxfans sind so tolerant wie ich. Verstehe, ja. Ich werde mein Möglichstes tun. Gute Fahrt. Moment, Herr Doktor. 2 Freikarten für meinen nächsten Fight. Oh. Danke. Das könnte ich sogar schaffen. Da müssen Sie aber auch gewinnen. Ey, was denn sonst?
Fräulein Mozart. Kann ich dich kurz unterbrechen? Ist Natalie hier? Ja, ich glaube in der Küche oder so Abendessen machen. Ist was? Also, ich weiß nur eins, Chris. Wenn du noch länger das geduldige Lamm spielst und dich in Essen verkriechst, dann ist es bald endgültig aus. Ich muss Schluss machen. Feind hört mit. Also komm so schnell du kannst, ja? Okay, ciao, ciao. Feind hört mit? Wie soll ich das verstehen? Sie wissen genau, was ich meine. Natalie, was ist los mit dir? Hast du Angela auch zum Feind erklärt? Wieso? Naja, sie sitzt am Klavier und heult. Das hat nichts mit mir zu tun. War das eben Chris Gellert am Telefon? Stimmt. Hast du den auch zum Weinen gebracht? Was soll das denn jetzt heißen? Im Gegensatz zu Ihnen finde ich Chris nämlich super. Und ich will nur verhindern, dass Lena sich mit ihrem Favoriten ins Unglück stürzt. Mein Favorit? Was unterstellst du mir da? Ja, natürlich. Das war doch schon vom ersten Tag an klar, als die Römer die Spezialführung durch die Firma gegeben haben. So ein Banker, der auch noch gut aussieht, der bringt eine Chefsekretärin doch ins Träumen. Kannst du deine wilden Hypothesen mal für 5 Minuten kalt stellen und mir eine simple Frage beantworten? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dass ich dabei die Ravioli umrühre. Lena ist immer noch nicht aus Paris zurück. Kann sie auch nicht. Weil sie mit ihrem Herrn Römer eine Landpartie macht. Was? Woher weißt du das? Keine Sorge, die beiden sind schon auf dem Rückweg. Die müssen eigentlich bald da sein. Sie hat sich nicht bei Ihnen gemeldet? Seit Samstag nicht. Ich habe ihr x-mal auf die Mailbox gesprochen. Wundert sie das? Also das geht jetzt zu weit. Sie haben doch dran gedreht, dass dieser Römer mit ihr nach Paris ist. Wenn das so wäre, dann hätte ich deinem geliebten Chris Gellert bestimmt nicht verraten, wo Lena und Herr Römer sich das letzte Wochenende getroffen haben, oder? Sie waren das. Ja. Jetzt laufen Sie doch nicht gleich weg. Ach, Frau Michel! Guten Abend, Frau Meyerbeer. Guten Abend. Wenn Sie zu Frau Czerny wollen, die ist noch auf Geschäftsreise. Nein, das geht so nicht, Inge. Das geht so nicht. Guck mal, das musst du doch merken, wenn eine Artikelnummer ins Minus geht und diesen Artikel dann nachbestellen in Hamburg. Dann musst du eben mich fragen, wenn Felix nicht greifbar ist. Also, ruf an in Hamburg und bestell diesen Artikel nach. Ja, dann eben morgen, aber bestell diesen Artikel nach, ja? Gut, wieder. Brauchst du noch lange? Du bist doch nicht extra wegen mir gekommen. Nein, ich wollte mit Lena sprechen, aber sie ist unterwegs. Das gefällt mir alles gar nicht, Roland. Da kann ich dich beruhigen. Das hat nichts mit Rousseau zu tun. Dieser Banker Max Römer ist auch in Paris. Lena und Römer? Das gibt's doch nicht. Nein, da läuft irgendwas anderes. Rousseau hat seine jährliche Party gegeben am Wochenende. Ein Auftrieb der gesamten High Society. Und ich war nicht eingeladen, aber Lena. Dieser Mann hat sehr viel Geld investiert in Altrufer-Aktien. Der gibt so schnell nicht auf. Und wenn er es über dich nicht schafft, dann versucht er es eben über Lena. Wege, du musst ihm die Mehrheit bringen bei Altrufer. Und das geht nur, wenn dein Vater auch verkauft. Oder zumindest mit ihm stimmt auf der Hauptversammlung. Ich weiß. Aber das geht nicht so schnell. Ich bin ja dran. Und ich krieg ihn auch soweit, da bin ich mir sicher. Sind die Möbel schon gekommen? Ja, ich habe den gesamten Tag damit verplempert. Dein Zimmer richtest du bitte selber ein. Ist doch klar. So, und jetzt machen wir Schluss für heute. Und unterwegs holen wir uns noch was zu essen. Und dann feiern wir unseren Einzug. Ich weiß nicht, ich bin nicht in Stimmung für eine Feier. Ach komm, Birgit, jetzt denk doch nicht immer ans Geschäft. Heute kannst du sowieso nichts mehr dran ändern. Komm. Guck dir das an, das ist doch nicht zu fassen. August, das wird doch nie was. Was ist denn bloß los mit dir? Hä? Du red schon, du erstickst ja sonst noch dran. Na was denn schon?
Birgit natürlich. Weil sie wieder mit Roland zusammengezogen ist? Was? Hier. Das weißt du nicht? Birgit und Roland? Ja, reg dich nicht auf. Sie teilen bloß die Wohnung. Ich hab's auch erst gerade per Zufall erfahren. Was ist denn so schlimm daran? Roland und diese Frau Richter, das war doch sowieso zum Scheitern verurteilt. Ja. Und ich nehme an, hat eine Menge daraus gelernt. Er wäre nicht der Erste, der wieder zu seiner geschiedenen Frau zurückkehrt. Und Birgit ist auch reifer geworden. Ah, auch das noch. Na, so schön wie ihr möchte ich es auch mal haben. Ja, glaubst du vielleicht, ich mache das hier zum Spaß? Ich soll mich bewegen, hat der Arzt gesagt. Jeden Tag mindestens eine Stunde, sonst falle ich tot um. Was gibt's? Probleme? Kommt drauf an, wie August sich entscheiden wird. Was denn entscheiden? Mein Gott, wo liebst du, Wilhelm? Ich muss mich entscheiden, ob ich verkaufe oder nicht. August, du hast mir doch versichert... Ja, aber jetzt überleg doch mal, Wilhelm. Was soll ich in deiner Firma, wenn Birgit nicht mehr mitmischt? Ich habe das alles doch nur ihretwegen getan. Herr Althofer, ich dachte, das ist mein Freund. Aber das warst du wahrscheinlich auch nur, um deine Tochter meiner Firma zu etablieren. Jetzt spiel doch nicht wieder King Lear. Wilhelm! Gratuliere. Also das hast du höchst sensibel mit dem Holzhammer eingefädelt. Tut mir leid, August. Aber irgendwann muss ich auch wissen, woran ich bin mit dir. Und je früher, desto besser. Weil eins musst du wissen, ich bleibe bei Althofer. Wenigstens solange Lena Czerny nicht aufgibt. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe nur die eine Tochter. Es steht also fest, ja? Du verkaufst. Herr Althofer! Das ist doch nicht das Ende der Welt, Herr Althofer. Frau Czerny hat mehr als nur ein Eisen im Feuer. Und ihr Wochenende mit Rousseau, das scheint auch sehr erfolgreich gewesen zu sein. Herr Dr. Holzknecht, ich will meinem Enkel die Firma erhalten. Und jetzt will ich nach Hause. Wir sind da. Habe ich tief geschlafen. Seit Ulm. Eigentlich müsste ich beleidigt sein, weil ich gerade mal wieder von der faszinierenden Welt der Hochfinanz geplaudert habe. Geld war nie mein Lieblingsthema. Tja, dann. Wenn es nach mir ging, ich könnte immer so weiterfahren. Salzburg, Brenner, Venedig, Triest, Athen. Wir eröffnen demnächst eine Boutique auf Mykonos. Da brauchen wir noch einen tüchtigen Manager. Ich fürchte, das können Sie sich nicht leisten bei meinen Gehaltsvorstellungen. Stimmt. Ich kann sie mir nicht leisten. Was ist? Eigentlich müsste ich Sie jetzt hochbitten auf einen Drink, oder? Warum tun Sie es nicht? Weil ich weiß, wie es dann weitergeht. Und, was wäre dagegen einzuwenden? Ich mag Sie sehr gerne. Und es war ein wunderschöner Tag heute. Der Tag ist noch nicht vorbei. Wiedersehen. Und vielen Dank, dass Sie mir Händchen gehalten haben bei dieser Tour de France. Das ist nicht dein Ernst, Lena. Bitte, Max. Das fällt mir auch nicht leicht, nicht nach dem letzten Wochenende. Aber das schafft alles nur Abhängigkeiten. Und im Augenblick... ich eher ein Freund als ein Mann. Ein Mann kann auch beides sein. Vielen Dank für alles. Hm.
Hi. Hi. Gibt's was Neues? Komm, ich hab dir was mitgebracht. Natalie hat gepetzt. Oder woher weißt du's? Eigentlich hätte ich erwartet, dass du mir sowas sagst. Also bis jetzt bin ich immer ganz gut mit allem alleine fertig geworden. Und es ist mir auch lieber so. Mir aber nicht. Kann ich den Fleck mal sehen? Zu spät. Schon raus. Ist heute Nachmittag. Aber das Pflaster kannst du sehen. Au. Oh, war das sehr schlimm? Nein. Die Angst, dass es was Schlimmes sein könnte, ist viel blöder. Welches ist für mich? Das da. Ist aber nichts Besonderes. Ich hab's auf dem Flohmarkt gefunden. Hm. Was ist das denn? Das ist ein Metronom. Zum Klavierüben. Ein Geschenk mit erzieherischem Wert. Du bist ja fast so schlimm wie meine Mutter. Trotzdem danke. Wir sind Freundinnen. Das mit der Mutter will ich überhört haben. Ja. Aber können wir von was anderem reden? Wie war es in Paris? Anstrengend. Aber das erzähl ich dir später. Anstrengend? Ich denke, dein neuer Freund war auch da. Wo ist denn das schon wieder her? Ich dachte, wir sind Freundinnen. Hallo? Entschuldige, dass ich hier einfach so reinplatze. Aber ich muss dich dringend sprechen, bevor du wieder irgendwohin verschwindest, ohne mir vorher Bescheid zu geben. Lässt du uns kurz allein, bitte? Aber falls der Anruf kommt, ich will mit Thomas reden, ja? Thomas Huber? Bitte nicht. Falls du vorhast, mich in meinem eigenen Saft schmoren zu lassen, bis ich einen Schreikrampf kriege, dann sag's lieber gleich. Dann gehe ich nämlich wieder. Waltraud, ich finde es nicht witzig. Erst die Sache mit Chris und dann dauernd diese Anzüglichkeiten, was Max Römer betrifft. Ich habe eben Angst um dich. Manchmal. Ich auch. Aber das kann einem doch eh keiner abnehmen. Wahrscheinlich nicht. Aber dieser Römer... Lena, ich kenne diese Typen. Ganz Frankfurt ist voll davon. Nimm ihnen ihr Geld, ihre Maßanzüge, ihre Autos und es bleibt nichts übrig. Wie zum Beispiel Florian Unger? Florian war die Ausnahme von der Regel. Also gut. Ich werde mich nie wieder in dein Privatleben einmischen. Wenn es dieser Römer sein soll, bitte. Du müsstest mich eigentlich besser kennen. Ich bin durchaus in der Lage, Privatleben und Geschäft auseinanderzuhalten. Besonders ich. Nach meiner Erfahrung mit Florian und vor allem mit Birgit. Es war doch ihr Geld, das alles kaputt gemacht hat. Hast du das Römer auch so gesagt? Ja, so ungefähr. Bitte, Waltraud, lass mich duschen gehen und umziehen. Willst du damit sagen, dass in Paris nichts gelaufen ist, außer Geschäftlichem? Es war auch schön, doch. Vor allem am Schluss, als alle Peinlichkeiten überstanden waren, aber... Eigentlich hat das alles nur noch schwieriger gemacht. Aber letzte Woche in Rothenburg, da hätte ich dich erwürgen können, als Chris plötzlich in der Hotelhalle stand und ich ihn wegschicken musste. Ich bin doch nicht aus Holz. Nein, du bist aus Marmor. Aber alle Achtung, dass der Römer dich nicht klein gekriegt hat, das ist ihm bestimmt zum ersten Mal in seiner Karriere passiert. Ich habe mich umgehört in Paris und in den Filialen bei den Kollegen. Entschuldigung. Ja, Frau Stammel? Ich habe Ihnen die Memos in die Unterschriftenmappe gelegt. Also, wenn Sie mich nicht mehr brauchen? Nein, bis morgen. Danke, bis morgen. Ach, vergessen Sie nicht wieder, das Licht auszumachen. Heute Morgen haben alle Lampen gebrannt. Es kommt nicht gut an bei der Belegschaft nach den Sparmaßnahmen am schwarzen Brett. Ich danke für den Tipp, Frau Stammel. Bitte. Wiedersehen, Herr Römer. Wiedersehen, wiedersehen. Also, was sagen die Kollegen? Rousseau hat Probleme mit seinem Cashflow. Und deshalb versucht er, wie viele andere auch, das durch Ankäufe von umsatzstarken Konkurrenten wieder wettzumachen. Althofer und die Fashion Factory sind ideale Kandidaten. Vor allem durch Lena Frocianis starken Auftritt im Internet. Tja, und wie stellen die sich das vor? Die ACF ist nicht zu verkaufen. Zumindest nicht so lange Frocianis und der Rest der Familie die Mehrheit haben. Das ist ja der Punkt. Man munkelt, dass Herr Meyerbeer nicht abgeneigt ist. Und ich wette, dass man auch Herrn Althofer ein Angebot machen wird, das abzulehnen ihm sehr schwer fallen wird. Ja, das ist ja alles schön und gut, Herr Römer, aber bis jetzt haben Sie mir wirklich nichts gesagt, was ich nicht schon gewusst hätte. Also? Frau Czerny hat den Herrn in Paris die Krallen gezeigt. Was die Bank angeht, wir stehen voll und ganz auf Ihrer Seite, ja? Wie die Krallen gezeigt?
Ja, man hat ja offenbar gedroht. Alles oder nichts. Das kennt man ja. Frau Czerny hat sich für nichts entschieden. Das ist auch der Grund, warum ich hier so unangemeldet und einfach so, ja, gegen meinen sonstigen Stil eingedrungen bin. Wir müssen auf der Hauptversammlung die Abstimmung gewinnen, Herr Dr. Holzknecht. Unsere Zahlen sind gut. Gut reicht nicht. Die Aktionäre wollen mehr. Also, jetzt mal Ihr Engagement in Ehren, Herr Römer. Aber ich bin nicht von gestern. Und Frau Czerny auch nicht. Wir haben ein gutes Konzept und der Umsatz gibt uns recht. Also mal Klartext, warum stehen Sie hier ständig auf der Matte? Haben Sie Angst um Ihre 7 Millionen? Sagen wir, ich will mich vergewissern, ob Sie Ihrem legendären Ruf tatsächlich gerecht werden. Herr Dr. Holzknecht, ich habe mich für diesen Kredit sehr weit aus dem Fenster gelehnt und ich will nicht, dass Frau Czerny von irgendwelchen Geldhaien über den Tisch gezogen wird. Da müssen die erst an mir vorbei und dafür müssen Sie mich schon unter den Tisch saufen. Das hat nicht mal meine Mutter geschafft und die hat schottisches Blut in den Adern. Das würde ich aber gerne mal drauf ankommen lassen. Jetzt muss ich leider nach Frankfurt. Verstehe. Noch eine Frage, Herr Römer. Ja. Eine persönliche, wenn Sie gestatten. Bitte, bitte. Ihr Engagement. Gilt das Althofer oder Czerny? Paris war meine letzte geschäftliche Aktion, was die ACF angeht. Ab Montag ist Herr Dollbrück Ihr Ansprechpartner bei uns. Beantwortet das Ihre Frage? Was natürlich nicht heißt, dass ich die Herausforderung, Sie unter den Tisch zu trinken, nicht gerne annehme. Falls Sie bereit sind, mir die Wahl der Waffen zu überlassen, weil Bier ist nicht mein Ding. Jederzeit. Aber an einem Ort meiner Wahl. Deal? Deal. Frau Czerny ist eine außergewöhnliche Frau. Tja, das ist sie. Ja? Mann, jetzt quatsch nicht. Sag, was ist los? Danke, Thomas. Dafür hast du was gut bei mir. Richtig aus. Ja, gute Nacht. Dr. Huber? Alles Paletti, kein Melanom. Na, siehst du. Und dann hat er noch gesagt, aber komm vorsichtshalber in 6 Monaten noch mal vorbei. Weißt du, nur damit er noch mal meinen Busen sehen kann. Also ich verstehe echt nicht, warum Männer so scharf auf Busen sind. Und warum bist du so scharf auf deinen Wolfgang? Weil er Klavier spielen kann. Mm-mm. Ehrlich gesagt, ganz sicher bin ich mir nicht. Aber bei manchen Männern, da spürt man, dass sie einen selbst meinen. Nicht, wie man aussieht oder was man anhat oder was man sagt. Sag das nochmal. Es ist kein Witz, das meine ich echt ernst. Nein, es ist nur, dass du das jetzt schon kapiert hast mit 17. Ich habe das gestern erst richtig gecheckt. Ehrlich? Ehrlich. Mit dem Banker? Mit dem Banker, ja. Findest du das klug? Nein.